Ja, guten Morgen an alle. Hier ist KWH Sportwetten. Ich möchte euch mal zum Wochenende meinen Tipp präsentieren zur Handball-Bundesliga. Fußball lasse ich lieber die Hände davon. Die Länderspiele, finde ich, sind immer sehr schwer zu tippen. Eventuell kann man vielleicht auf Tore gehen bei dem einen oder anderen Spiel. Aber wie gesagt, wenn, dann kommt hier spontan in der kostenlose Gruppe was rein. Ihr seht es ja selbst, 5 Abonnenten, es können sich hier noch ein bisschen was tun. Wer irgendwie die Tipps gut findet, kann gerne mal unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Würde mich freuen, wenn vielleicht noch mal ein paar dazukommen. Und genau, ihr seht es ja schon, heute das Topspiel, 18 Uhr, Handball-Bundesliga zwischen Magdeburg und THW Kiel. Wer sich da nicht so auskennt, Magdeburg momentan erster Platz, noch kein Spiel verloren. Ich glaube, alles gewonnen und ein Unentschieden. Quote ist momentan auf Sieg Magdeburg bei 1,75. Ich habe auch gesehen, die ist, also ich habe das gestern schon gepostet, die ist heute Morgen auf 1,8, habe ich schon gesehen, bei 22bet. Oder wer bei Sportmarket noch nicht ist, das ist ein asiatischer Anbieter, da war sie bei 1,85. Ich habe es gestern schon angespielt und dann war es bei 1,75. Ja, Magdeburg, 18 Heimspiele, 18 Siege und ich spiele momentan einfach einen überragenden Handball. Und Kiel, klar, Kiel jahrelang Meister gewesen oder immer oben mitgespielt. Aber jetzt die Saison sind sie so, sage ich mal, leicht am Straucheln. Klar, in so einem Spiel, in so einem Topspiel kann immer alles passieren. Aber wie gesagt, Magdeburg hat schon in Kiel gewonnen und die spielen einfach so einen geilen Handball und ich glaube, die wollen das heute unbedingt gewinnen. Dann sind sie schon so gut wie Meister, wenn sie das heute gewinnen. Und genau, heute ist auch die Halle das erste Mal wieder ausverkauft seit Corona. Und das wird wahrscheinlich das Spiel nochmal zusätzlich pushen. Und wie gesagt, mein Tipp der Woche oder des Wochenendes: Sieg Magdeburg gegen Kiel in der regulären Spielzeit. In diesem Sinne, euch viel Erfolg und ja, schönes Wochenende. Ciao.